Als ich damals 2016 nach Japan gegangen bin, waren Nachhaltigkeit und Umweltschutz für mich noch nicht so präsente oder relevante Themen. Das Ganze lässt sich einfach nicht anders sagen. Das könnt ihr selbst in einigen meiner alten Videos nachvollziehen. Ich selbst hatte die ersten Berührungspunkte dann erst wieder, als ich in Deutschland war. Und zwar durch Alex und seinen Kanal Gutmensch Alex. Er hat damals angefangen, mit seinen Good News immer mehr auf solche Themen aufmerksam zu machen. Und das war dann die Zeit, wo ich das erste Mal anfing, sowas überhaupt wahrzunehmen. Und jetzt, 3 Jahre später, kann ich das ganze Thema Nachhaltigkeit einfach gar nicht mehr wegdenken. Doch das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, das überkommt einen nicht einfach über Nacht. Und was andere berichten, das konnte ich auch erleben. Du hörst von etwas, du denkst darüber nach und dann versuchst du bei deinem nächsten Einkauf oder deiner nächsten Entscheidung das Ganze etwas bewusster zu machen. Und dann wieder und dann wieder und irgendwann schleichen sich so ein paar Gewohnheiten ein. Und dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, all das nicht mehr so bewusst zu entscheiden. Als ich 2019 dann im Urlaub in Japan war, hat mich so einiges getriggert. Das viele Plastik, der generell recht hohe Fleischkonsum, allgemein das Angebot und der Konsum von so viel unnötigen Dingen, Stichwort Kawaii, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Vieles, was ich damals in meinem Auslandsjahr so verehrt und geliebt habe, kam jetzt mit einer riesigen Bürde auf mich zu und hat irgendwie nicht mehr so viel Joy gesparkt. Mittlerweile, über ein weiteres Jahr später, ernähre ich mich vorwiegend pflanzenbasiert. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, wann ich das letzte Mal wirklich neue Kleidung gekauft habe. Ich versuche mehr auf mein Plastik und generell auf meinen Müllkonsum zu achten. Nachdem mein geliebtes iPhone 5S nach über 5 Jahren den Geist aufgegeben hat, bin ich jetzt auf ein refurbtes iPhone 10S umgestiegen. Ich versuche einfach, jede Konsumentscheidung so bewusst wie möglich zu treffen. Nicht falsch verstehen. Ich mache dabei auch noch super viele Fehler und stehe gefühlt erst am Anfang dieser ganzen Reise. Ich versuche hier an der Stelle nur ein paar Beispiele zu nennen, die mir in relativ kurzer Zeit möglich waren, umzusetzen oder zu verändern. Nachhaltigkeit ist einfach neben Japan eines der wichtigsten Themen in meinem Leben geworden. Und genauso wenig, wie ich alles über Japan weiß bzw. nicht weiß, weiß ich eben auch nicht alles über Nachhaltigkeit. Allerdings stehe ich in Konflikt mit Japan in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Auf den ersten Blick scheint Japan in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht nachhaltig zu sein. Aber auf den ersten Blick scheint auch Deutschland nicht immer nachhaltig zu sein. Und trotzdem kann ich als Individuum versuchen, hier ein recht nachhaltiges Leben zu leben. Und deswegen möchte ich die Themen Japan und Nachhaltigkeit in Bezug zueinander etwas mehr unter die Lupe nehmen und mich mehr damit beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht springt ja das ein oder andere Video für euch dabei mit raus. Mal schauen.